Lassen Sie mich mit einem kleinen Geständnis beginnen. Als ich kurz vor der Jahrtausendwende meinen Freunden erzählte, dass ich darüber nachdachte, ein Buch über die Wissenschaft vom Glück zu schreiben, da waren die baff. Die Buchhändler, die sahen das so ähnlich, also die Einverkaufszahlen des Buches, das ich dann doch schrieb, die waren so deprimierend, dass mein Verlag mir das lange nicht erzählt hat, weil, sehen Sie, man will einen Autoren nicht deprimieren, vor allem dann nicht, wenn er über das Glück schreibt. Es kann dann doch anders. Und heute will kein Mensch mehr an seine ursprüngliche Skepsis erinnert werden, denn in den letzten 10 Jahren hat sich unsere Einstellung zum Glück radikal geändert, in einer Weise, wie ich das nie für möglich gehalten habe. Vielleicht gehofft hätte. Nur die Wirtschaft. Die Wirtschaft, die sieht ungläubig zu. Und diese Erfahrung, die habe ich mehr als einmal gemacht. Also erzählen Sie mal einem gestandenen Vorstandsvorsitzenden davon, deuten Sie an, dass Glück auch ein Ziel der Wirtschaft sein können, und der wird Sie angucken, als redeten Sie von Mann im Mond. Nicht, dass mich das besonders irritiert. Sie sehen, ich bin ja Kummer mit meinen Freunden gewohnt. Aber merkwürdig finde ich diese Reaktion dann doch. Als ob überhaupt nichts passiert wäre. Als hätte nicht erst mit der Internetrevolution, dann mit der Finanzkrise eine tiefe Verunsicherung sich ausgebreitet in den Korridoren der Macht. Glück? Ich weiß doch noch nicht mal genau, was das ist. Doch, meine Damen, meine Herren, das wissen Sie ganz genau. Sie fühlen es nämlich. Und das ist genau die Weise, wie die moderne Neuropsychologie Glück zieht. Nicht ein windiges, vages, geistiges Konstrukt. Nicht ein permanenter Zustand. Nicht etwas Philosophisches, sondern etwas ganz Elementares. Glück, das ist ein Gefühl. Und was sind Gefühle? Gefühle sind Signale der Natur. Also, wir sollen uns ernähren, wir genießen ein gutes Essen. Wir sollen uns vermehren, klar, Sex kann schön sein. Kein Mensch kann für sich alleine existieren. Wir haben warme Gefühle in Gegenwart unserer Freunde und unserer Familien. Glück ist ein Signal. Genauer gesagt, ein Signal, das dafür da ist, uns zu sagen, dass ein Bedürfnis erfüllt wurde, oder dass eine Aussicht besteht, dass sich dieses Bedürfnis erfüllt. Es gibt spezielle Glückshormone, zu den wichtigsten davon gehört das Dopamin, das wird in unseren Köpfen ausgeschüttet und in den Köpfen dieser beiden Herrschaften, das ist natürlich Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, ich schaue dir in die Augen, Kleines, also die werden gerade überströmt von Dopamin. Das kommt Ihnen jetzt bekannt vor, nicht? Also Wirtschaft, worum geht es in der Wirtschaft? Es geht darum, Bedürfnisse zu erfüllen. Und je besser Ihnen das gelingt, umso erfolgreicher sind Sie. Also sind wir jetzt umso glücklicher, je mehr wir kriegen. Kein vernünftiger Mensch würde glauben, dass uns nur das glücklich macht, was wir kaufen können. Und sehen Sie? Genau da ist das Problem. Denn in der Wirtschaft tun wir so, als wäre es genauso. Woran messen Sie den Nutzen, den ein Produkt bei Ihrem Kunden stiftet? Na klar, ganz einfach an dem Preis, den er dafür zu zahlen bereit ist. Als ob es keine anderen Bedürfnisse geben. Als ob Menschen ihre Bedürfnisse nach Gerechtigkeit, nach Solidarität, nach Schönheit, nach Sinn, als ob sie all das einfach an der Bürotür abgeben würden, wenn sie morgens kommen zur Arbeit. Oder als ob all das
ihre Kunden einfach vergessen würden, wenn die eine Kaufentscheidung treffen. Nehmen Sie mal unser Bedürfnis zu helfen. Das ist eines unserer tiefsten Bedürfnisse. Und da gibt es nun viele Leute, die sagen, ja, kann schon sein. Das hat man uns beigebracht, nette Menschen zu sein. Im Grunde unseres Wesens sind wir aber Egoisten. Das ist so eine schöne Fassade hinter unserer hässlichen Natur. Meine Damen und Herren, wir wissen aus neuer Forschung, dass das einfach falsch ist. Schauen Sie sich einmal diesen kleinen Film an. Dieser junge Mann ist 1,5 Jahre alt. Kein Mensch hat ihm gesagt, was er tun soll. Finden Sie in allen Kulturen, ganz egal, wie Kinder erzogen wurden, das ist in uns selbst, das ist uns angeboren. Und das hat übrigens nichts damit zu tun, dass den Kindern, dass die dafür belohnt worden wären, dass sie helfen. Im Gegenteil, als die Wissenschaftler dazu übergingen, eine Belohnung zu versprechen, wenn die helfen, dann halfen die weniger. Das ist eine Lehre, die wir aus vielen anderen Studien wissen. Wenn Sie Engagement umbringen wollen, dann zahlen Sie dafür. Nein, das kommt aus den Kindern selbst. Es gibt also offensichtlich so etwas wie Gene für Altruismus. Ein Bedürfnis danach zu helfen. Und in der Wirtschaft? Dann nehmen wir das alles nicht wahr. Wir nehmen nämlich nur die Bedürfnisse wahr, die man in Euro und Cent umsetzen kann. So, wir sehen den halben Menschen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, das ist kein moralisches Argument. Ich werfe das niemandem vor. Und das hat ja auch eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Aber die Welt hat sich geändert. Und ein wesentlicher, aber sicherlich nicht der einzige Treiber dieses Wandels, das ist die Vernetzung. Fragen Sie mal Bill Gates. Wer von Ihnen kann sich an Encarta erinnern? Oh wow, 1, 2, 3 in 200 Leuten. Wahnsinn. Also, Encarta war eine Enzyklopädie, die Microsoft 1993 mit Riesenapplomb aus der Taufe gehoben hat. War erst auf CD-ROM, dann im Internet, ein wirklich toll gemanagtes Unternehmen. Und 2009 wurde Encarta still und heimlich eingestellt. Und Sie wissen natürlich alle warum. Von Wikipedia verdrängt, einem Unternehmen, dem, als das an den Start ging, kein Unternehmer, kein Ökonom und noch nicht mal ein einziger Psychologe eine Chance gegeben hätte. Also da sind heute 10 Millionen Menschen weltweit, die freiwillig, ohne Reputationsgewinn, weil sie arbeiten anonym, sich ihre Nächte um die Ohren schlagen, mir Wissen mit anderen zu teilen. 10 Millionen Artikel. Warum tun diese Leute das? Na, fragen wir sie. Also Geld spielt keine Rolle, klar, aber es könnte ja andere Gründe geben. Karriere, man könnte sich weniger einsam fühlen, wenn man für Wikipedia arbeitet, Schutz. Wikipedia, Bereicherung gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Ich verstehe die Welt besser. Mir ist es wichtig, anderen zu helfen, mein Wissen mit ihnen zu teilen. Empathie, Werte. Für mich spielt eine Rolle, dass Information frei ist. Das macht einfach Spaß. So, und wenn das herkömmliche Menschenbild der Wirtschaft stimmt, dass der Mensch vor allem ein Egoist ist, das ist Ihnen allen klar, dann würde es jetzt da also eine Hierarchie geben. Karriere kommt als erstes, wenn schon kein Geld im Spiel ist. Spaß lassen wir mal außen vor und dann nimmt das ab. Und das ist, was da kommt.
Und die Leute sagen das nicht nur, sondern je mehr die Menschen einer Motivation rechts zustimmen, umso mehr tun sie auch tatsächlich für Wikipedia. Also, es ist verflucht teuer, ein halbes Menschenbild zu haben und nicht die ganze Bandbreite der menschlichen Bedürfnisse zu sehen. Und man kann sehr erfolgreich sein, wenn man den Wandel sieht und wenn man die ganze Bandbreite der menschlichen Bedürfnisse sieht. Und eine von mehreren, die das begriffen hat, das ist Indira Nuri, die CEO von Pepsi Cola. Die hat im letzten Jahr ihre Kollegen mit folgendem Satz überrascht. Recently, we are beginning to notice that people the world over are relating to global brands if they connect to them through a higher purpose. Through a higher purpose, durch einen höheren Sinn. Esoterik? Nee. Ganz einfach, ein realistisches Menschenbild. Weiter gar nichts. Und Glück im Unternehmen heißt ganz einfach, die Bedürfnisse der Menschen in ihrer ganzen Breite zu fassen. So, und jetzt weiß ich, was manche von Ihnen denken werden. Schön und gut. Aber als Unternehmensziel brauche ich was, was ich messen kann. Glück kann ich doch nicht messen. Nun, vor 15 Jahren hätte ich Ihnen eingeschränkt Recht gegeben. Heute nicht mehr. Denn erstens wissen wir inzwischen sehr viel darüber, was Glück triggert, was es auslöst. Davon rede ich in einem Moment. Und zweitens können wir Glück sehr wohl direkt messen. Das macht man mit bildgebenden Verfahren, damit ist es möglich geworden, Menschen durch die Schädeldecke zu schauen, buchstäblich in die Köpfe hinein und zu schauen, was in unseren Gehirnen in Echtzeit vorgeht. Ein trauriges Gehirn, ein glückliches Gehirn. Ganz charakteristische Muster. Nichts Subjektives, ganz objektiv. Und jetzt werden Sie sagen, na klasse, stellt ja sich vor, dass ich meine ganze Belegschaft und dann alle meine Kunden und meine Geschäftspartner in den Hirnscanner schiebe. Das müssen Sie nicht, meine Damen und Herren. Es geht viel einfacher. Sie können die nämlich einfach fragen, wie glücklich sind Sie. Und das war eine der Arbeiten, die wir Daniel Kahnemann verdanken. Der hat gezeigt, dass die Antworten dem, was man dann misst, ziemlich gut entsprechen. Und Kahnemann ist übrigens der bis heute einzige Psychologe, der jemals den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt hat. Also fragen Sie die Leute doch einfach. Kein Mensch macht das. Also im Moment in England fangen die ersten Unternehmen an, nach Glück zu fragen. In Deutschland kenne ich keines. Dabei kann man so viel lernen daraus. In Deutschland gibt es Untersuchungen über das Wohlbefinden, über das Glück der Bevölkerung seit den 50er Jahren. Was ist seit den 1950er Jahren passiert? Na klar, die Wirtschaft ist durch die Decke gegangen mit einem kleinen Bruch bei der Wiedervereinigung. Aber wie auch immer, wir verdienen heute, und das sind inflationsbereinigte Zahlen wohlgemerkt, ja? Das heißt, wir verdienen viermal so viel wie die Generation unserer Eltern und Großeltern. Sind wir viermal glücklicher? Ach was. 30%, ganz stur, der Menschen empfinden sich als glücklich. Was allerdings steigt, und Herr Kolb hat es gesagt, sind die Raten der Depression. Das ist ein großes Gesundheitsproblem. Mehr Wohlstand bringt also ganz offensichtlich nicht mehr Wohlbefinden, und das ist das, was Sozialpsychologen die hedonistische Tretmühle nennen. Und Sie denken jetzt vielleicht an die Drei-Groschen-Oper. Ja, renne nur nach dem Glück. Doch renne nicht so sehr, denn alle rennen nach dem Glück. Das Glück rennt hinterher. Warum ist das so? Das hat tiefe Ursachen in unserer Neuropsychologie. Sehen Sie, Glück ist ein Signal. Und zwar ist es ein Signal für eine Veränderung. Sie sind glücklich, wenn sich ein Zustand verändert. Und jetzt haben Sie Ihre Gehaltserhöhung. Und jetzt haben Sie Ihr Samsung Galaxy 3 und Sie gewöhnen sich ganz schnell dran. Die Botschaft der Veränderung ist überbracht, der Bote kann schweigen und das Glück ist futsch und die Motivation ist auch futsch.
Und dass mehr Wohlstand nicht mehr Wohlbefinden bringt, das sehen Sie auch im internationalen Vergleich. Also wirklich glücklicher macht mehr Geld ganz hier am Anfang der Skala. Ne? Wenn Sie wirklich arm sind, da ist jeder Dollar mehr ein echter Gewinn an Lebensqualität. Aber sehr bald, sehr, sehr bald, spielen Kultur und die Geschichte eines Landes eine viel größere Rolle. So gucken Sie mal, die Mexikaner zum Beispiel verdienen ein Drittel so viel wie US-Amerikaner. Sie sind deutlich glücklicher. Und bei uns in den westlichen Industrieländern, da streuen die Werte wie wild. Wie wild. Was heißt das denn? Also, das heißt zweierlei. Erstens, die Frage ist, wie lange sind denn die Menschen überhaupt noch bereit, auf die hedonistische Tretmühle zu treten? Möglicherweise nicht mehr lang. Denn, zweitens, das Versprechen der Wirtschaft, dass sie mit mehr Gütern und mit mehr Einkommen sowas wie Lebenszufriedenheit erreichen können, das ist leer. Und immer mehr Menschen merken es. Gut, also machen wir probeweise Glück zu unserem Unternehmensziel. Ja, können wir das überhaupt, können wir uns das überhaupt leisten? Also ich meine, das ist ja toll, nicht? Wenn Sie jetzt lauter glückliche Kunden haben, die längste Zeit glückliche Kunden gewesen sind und total glückliche Mitarbeiter, die leider auf der Straße stehen, weil sie pleite sind. Also so werden jetzt sich manche von Ihnen fragen. Nun, meine Damen und Herren, ich habe nie gesagt, dass Sie Glück zu Ihrem einzigen Unternehmensziel machen sollen. Natürlich müssen Sie profitabel sein. Was entscheidend ist, ist, dass Glück und Profit überhaupt kein Widerspruch sind. Ganz im Gegenteil. Und das hat ebenfalls tiefe Gründe in unserer Natur. Sehen Sie, Glück ist ein Signal für eine vielversprechende Situation. Und die Natur will von uns, dass wir wieder dorthin gehen, wo es etwas Gutes zu essen gibt oder attraktive Frauen und Männer. Glück hat also ganz offensichtlich etwas mit Lernen zu tun. Glück, Neugierde und Kreativität, das können Sie überhaupt nicht voneinander trennen. Das sind verschiedene Seiten desselben Phänomens. Nur wir Deutschen mit unserer romantischen Tradition, wir haben ein paar Schwierigkeiten mit dieser Einsicht, aber die neuropsychologische Forschung zeigt das ganz eindeutig. Und tatsächlich ist einer der wichtigsten Neurotransmitter des Glücks, nämlich Dopamin, der hat eine Doppelfunktion, verschafft uns gute Gefühle, sorgt aber dafür, dass wir lernen und kreativ sind. Und das wissen wir aus Versuchen mit anderen Primaten. Also im Gehirn dieses Genossen hier, dieses Schimpansen, der dann mit einem Stock nach Termiten sucht, höchst kreativ, da gehen die Dopaminneuronen bang, 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 bang. Und der sieht auch nicht gerade unglücklich aus. Was meinen Sie? Was passiert in Ihrem Gehirn, wenn Sie lernen? Na, da werden graue Zellen miteinander verknüpft. Graue Zellen, Neuronen, davon haben Sie 10 Billionen, mehr als es Sterne in der ganzen Milchstraße gibt. Lernen ist das Entstehen einer neuen Verknüpfung. Kreativität sind neue Verknüpfungen. Und was macht Dopamin? Das fördert hier, grün, dass solche Verknüpfungen entstehen. Glückliche Menschen sind kreativer, sind sozialer, sind produktiver. Und da gibt es ein wunderbares amerikanisches Saying, the brain runs on fun, your brain runs on fun. Ihr Gehirn ist vom Spaß angetrieben. Alice Eisen, eine Neuropsychologin an der Cornell University, hat das bereits in den späten 80er Jahren in einer Reihe von klassischen Versuchen gezeigt, und sie hat sich bewusst Versuchspersonen ausgesucht, die also nun wirklich jedes Verdacht der Sentimentalität, die sind da völlig darüber erhaben, nämlich hartgesottene Chirurgen. Und sie hat Schauspieler zu diesen Chirurgen geschickt und die Schauspieler haben geklagt über irgendwelche Krankheiten.
Und dann hat Eisen gemessen, wie lange die Chirurgen brauchen, um zur Diagnose zu kommen. Und manche dieser Schauspieler haben die Chirurgen ein bisschen glücklich gemacht. Wie glänzend sie heute aussehen. Die Farbe, es ist so eine tolle Farbe ihrer blauen Krawatte. So toll. Oder sie hat ihnen ein paar Pralinen mitgebracht. Nichts Großes. Und die Chirurgen kamen in der Hälfte der Zeit zu ihrer Diagnose. Und es ist nicht so, dass wenn es dem Esel zu wohl geht, dann geht er aufs Eis. Die Diagnosen waren besser. So. Sollten Sie sich also jetzt Komplimente überlegen und Pralinen mitbringen, wenn Sie zum Arzt gehen? Ja, ein-, zweimal geht das wahrscheinlich ganz gut. Und dann setzt die hedonistische Tretmühle ein. Und sehen Sie, das ist ein drittes Missverständnis über das Glück. Wenn Sie Glück zu Ihrem Unternehmensziel machen, dann ist das nicht noch so ein nettes Versprechen. Das heißt nicht, dass Sie ein paar Lavalampen aufstellen und dass Sie Ihre Mitarbeiter die ganze Zeit loben und also noch ein Marketingprogramm mit Spaßfaktor. Vergessen Sie es, das funktioniert nicht, weil sich die Leute daran gewöhnen. Und die Harvard Business Review hat sich das hier in ihrer Januarausgabe dieses Jahres viel zu einfach gemacht. Viel zu einfach. Denn Glück, und das wissen wir aus der neuesten Forschung, ist eben nicht nur ein individuelles Phänomen, es ist vor allem ein soziales Phänomen. So ein Foto von gestern Abend habe ich noch nicht, aber diese Leute da, die sind auch total glücklich. Warum? Weil sie gemeinsam etwas erreicht haben und weil Hunderttausende ihnen zujubeln. Nur das gewohnte wirtschaftliche Denken, das glaubt, ein Gewinn ist ein Gewinn, ein Euro ist einfach ein Euro. Was für ein Irrtum. Wir wissen nämlich aus neuen Versuchen, dass es für ihr Glücksempfinden eben nicht nur davon abhängt, wie viel sie bekommen, was sie bekommen, sondern auch davon, wie sie etwas bekommen. So zum Beispiel, Sie singen ja das hohe Lied des Wettbewerbs, nicht wahr? Also Sie haben zwei Leute, die einen Euro jeder für sich gewinnen, oder Sie haben zwei Leute, die diesen Euro in Zusammenarbeit gewinnen. Wer meinen Sie ist glücklicher? Die zusammenarbeiten, sind glücklicher. Glück ist Gemeinschaft. Ein Euro, den Menschen die gemeinsam an einem Strang ziehen, den sie gemeinsam erarbeiten, der ist so viel wert wie 1,50 Euro, den sie gewinnen, wenn sie gegeneinander arbeiten. Glück ist Kooperation. Und 1 Euro, den sie bekommen in einer Situation, die sie als fair empfinden, der ist so viel wert wie 2 Euro, die sie bekommen, wenn sie finden, dass hier ein zwar profitables, aber leider höchst unfaires Spiel gespielt wird. Glück ist Fairness. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie, worauf das Ganze hinausläuft. Glück als Unternehmensziel ist nicht ein nettes Versprechen, sondern das ist eine Weise, in der Sie Ihr ganzes Unternehmen radikal transformieren können und müssen, wenn Sie es wollen. Indem sie sich nämlich radikal ausrichten an den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter, ihrer Kunden und der Gesellschaft. Ganz kurz nur 3 Punkte, was das im Einzelnen bedeuten kann. Erstens, Communities, Gemeinschaften. Die Wirtschaft sieht ihre Kunden und Mitarbeiter noch viel zu sehr als Individuen. Sehen Sie Ihre Kunden als eine Gemeinschaft und vor allem verabschieden Sie sich von diesem traumtänzerischen Glauben, dass Sie individuelle Leistung belohnen und messen können. Das können Sie sowieso nicht. Aber was Sie tun können ist, Sie können die Leistung von Teams messen und Sie können Teams belohnen. Und damit schaffen Sie ein Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Unternehmen, in Ihren Teams und Glück. Zweitens, Autonomie. Verlagern Sie Entscheidungen nach unten,
Wo immer Sie es können, lassen Sie Ihre Kunden, lassen Sie Ihre Mitarbeiter entscheiden. Warum? Weil wir sehr gut wissen, wie viel Glück mit dem Gefühl von Kontrolle zu tun hat. Menschen sind glücklicher, wenn sie das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Und das Dritte und wahrscheinlich Wichtigste ist Sinn. Beantworten Sie die Frage, warum Sie etwas tun. Machen Sie die Frage, ob Sie mit dem, was Sie entscheiden, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und die Gesellschaft als Ganze glücklicher machen, zur Grundlage jeder Ihrer Entscheidungen. Und kommunizieren Sie das. Also Sie sehen, wir sprechen hier von einer Revolution. Aber das ist eine Revolution, bei der Sie alle mitnehmen können, bei der Sie alle auf Ihrer Seite haben. Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, die Öffentlichkeit, alle wollen Glück und jeder versteht das Konzept. Und vergessen Sie nicht einen wichtigen Verbündeten, den Sie haben, nämlich die Wissenschaft. Derzeit gibt es einen riesigen Abstand zwischen dem, was die Wissenschaft weiß und dem, was die Wirtschaft tut. Mind that gap. Nehmen Sie die Wissenschaft ernst. Machen Sie Glück zu Ihrem Unternehmensziel. Und tun Sie es jetzt, denn sonst werden Sie es möglicherweise sehr bald bereuen. Vielen Dank.